Das Video Backwarenverluste gliedert sich in sieben Themen. In diesem Teil A werden die ersten drei Themen vorgestellt. Welches Gewicht haben die Lebensmittelabfälle und hierbei die Backwaren? Wie hoch sind die Verluste an Brot und Backwaren in Deutschland? Wie hoch sind die Verluste an Brot und Backwaren in den einzelnen Sektoren? Besprechen wir das erste Thema. Welches Gewicht haben die Lebensmittelabfälle und hierbei die Backwaren? Die Masse der Lebensmittelabfälle in Deutschland betrug in 2015 fast 12 Millionen Tonnen Frischmasse. In der Landwirtschaft und dem Agrarhandel betrugen die Verluste rund 1,4 Millionen Tonnen. Auf der nächsten Stufe der Verarbeitung fielen rund 2,2 Millionen Tonnen Abfall an. Der Handel verzeichnete eine Abfallmenge von 0,5 Millionen Tonnen. Bei der Außerhausverpflegung, zu der auch der Verkauf von Backwaren für den Verzehr im Laden gehört, fielen rund 1,7 Millionen Tonnen bzw. 14 Prozent der gesamten Lebensmittelabfälle an. Den größten Anteil an Lebensmittelabfällen erzeugten die privaten Haushalte. Hier fielen rund 6 Millionen Tonnen bzw. mehr als 50 Prozent der Abfälle an. Jeder Haushalt verursachte somit in etwa 75 Kilogramm Lebensmittelabfall pro Kopf im Jahre 2015. Der gesamte Lebensmittelabfall addiert sich auf fast 12 Millionen Tonnen in 2015. Um die Bedeutung der Backwaren als Teil der Lebensmittelverluste zu bemessen, muss man sich den Einzelhandel genauer anschauen. Jede Bäckerei zählt zum Einzelhandel. Betrachtet man die Lebensmittelabfälle nach Produktgruppen, so stehen, wie zu erwarten, die leicht verderblichen Lebensmittel ganz weit oben. An erster Stelle stehen Obst und Gemüse mit rund 328.000 Tonnen pro Jahr. An zweiter Stelle folgen aber schon Brot und Backwaren mit rund 206.000 Tonnen pro Jahr. Molkereiprodukte sowie Fleisch und Wurst haben ein Abfallaufkommen von jeweils rund 60.000 Tonnen. Übrige Lebensmittel dies ist vor allen Dingen das Trockensortiment, fallen aufgrund der langen Haltbarkeit nur mit rund 48.000 Tonnen pro Jahr an. Von den gesamten Lebensmittelabfällen im Jahr 2015 in Höhe von 700.000 Tonnen sind rund 30% bzw. mehr als 200.000 Tonnen Brot- und Backwaren. Besprechen wir nun das zweite Thema. Wie hoch sind die Verluste an Brot und Backwaren in Deutschland? Hierzu müssen wir uns die Menge der hergestellten Backwaren sowie die Verluste anschauen. Diese sind so groß, dass wir sie in Millionen Tonnen bemessen müssen. Im Jahre 2015 wurden in Deutschland in etwa 4,9 Millionen Tonnen Backwaren hergestellt. Davon fielen rund 1,7 Millionen Tonnen als Verluste an. Dies sind 30% der hergestellten Backwaren. Diese Mengen sind Schätzungen des WWF von 2018, da nicht alle Gemeinden in Deutschland die Backwarenabfälle erfassen. Das dritte Thema stellt sich der Frage, wie hoch sind die Verluste an Brot und Backwaren in den einzelnen Sektoren? Hierbei unterscheiden wir vier Bereiche: Haushalte, Bäckereien, Handel und den Außerhauskonsum. Haushalte sind für fast 50 Prozent der Backwarenverluste verantwortlich. Aus Retouren von Bäckereien und Konditoreien stammen 36 Prozent der Backwarenverluste. Von dem Handel kommen 13 Prozent der Backwaren zurück. Nur 2% der Rückläufe von Backwaren sind auf den Haus-zu-Haus-Konsum zurückzuführen. Das alltägliche Brot des Bäckers oder Backshops ist es, dass manches frische Brot nicht verkauft wird. Nur selten wird Brot vom Vortag noch am nächsten Tag verkauft. Unverkauftes Brot wird dann zur Retoure. Und Retouren sind Backwarenverluste. Diese Retouren aus Bäckereien und Konditoreien summieren sich auf 600.000 Tonnen pro Jahr. Würden diese in Lkw verladen und sich hintereinander aufreihen, ergebe dies eine Strecke von 400 Kilometer. Dies entspricht der Distanz zwischen Berlin und Gütersloh.